The time has come at last. This new plane should work a lot better. I've ironed out most of the problems. So, here it goes. Emerald, do your stuff. Ready, Sonic? Here I come. Tornado 2, clear for takeoff. Away we go. Those guys. You got it! Hang on! Willkommen zurück zu Sonic Adventure! In der Tails Story jetzt mit Sky Chase Act 2. Im letzten Part war einiges los bei Miles Brower. Ja, das ist sein Name. Miles Brower ist der wirkliche Name, der echte Name von Tails. Tails ist nur ein Spitzname. Kommt man allerdings gesagt, sowohl hier in Sonic Adventure, da steht Miles Tails Brower, und schon zu Beginn von Sonic 2. Also ähnlich wie das Dr. Robotnik immer Eggman genannt wird, seit diesem Spiel. Wird doch Tails, oder wird immer Miles Brower Tails genannt. Ja, im letzten Part war einiges los. Sonic und Tails waren ja getrennt. Da gab es eine Tails-Only-Stage, und zwar Sandhill. Ganz cool. Und da hat Tails in der Tat einen Chaos-Emerald gefunden. Ne, dem Dschungel haben wir den gefunden. Und den benutzt Tails jetzt für diesen Tornado. Tornado 2. Auch wenn es schon das dritte Flugzeug in diesem Spiel ist. Das erste war das Silberne. Das war wohl nicht groß von Belang. Das zweite, das rote, war der Tornado und das hier ist Tornado 2. Ist aber dasselbe Flugzeug, glaube ich zumindest, so von den Farben her würde ich es schätzen, was in Sonic Adventure 2 benutzt wird. So. Haha, so far so good. Hope you know what you're doing. You bet. Watch this. Transforming now. Yeah, Kampfformation! Ich darf das hier nicht auf die leichte Schulter nehmen, so viel abknallen wie geht. Haben es ja nur ziemlich knapp geschafft, weil man hier irgendwie viel mehr kämpfen muss als auf dem Gamecube an oder nochmals. Da war dieses Level eigentlich, oder Sky Chase an sich, mehr Spielerei. Wir haben im letzten Part auch Tails eine Zeitreise gemacht, war beim Volk der Echidna und hat einiges erfahren, das wir uns merken sollten. Es sei so viel verraten, jeder Charakter macht mal eine Zeitreise. Oder gibt es eine Ausnahme? Ich glaube nicht. Big? Das ist jetzt gar nicht. Na egal. Auf jeden Fall, Sonic hat nur eine ganz kurze Zeitreise zum Ende hin gemacht. Da stand alles in Flammen. Was das zu bedeuten hat, wie das einzuordnen ist, wird man auch noch sehen. Tails Zeitreise war aufschlussreicher. Er hat erfahren, dass der Anführer Pachacamac, schön, dass ich mir den Namen mal gemerkt habe, nach dem Tode der Großmutter begonnen hat zu kämpfen und damit es geschafft hat, zum Wohle der Echidnas immer mehr zu erreichen, immer mehr zu erobern. Der einzigen, der das nicht gefällt, ist die Tochter Tikal. So, jetzt müssen wir das immer attackieren, der Mist hier.
Okay. Ich glaube, ich habe den einfach nur ziemlich schnell schon down gekriegt, den Boss hier. Ja, und diese Tikal, tja, mal sehen, was mit der noch so auf sich hat. Damit endete Tails Zeitreise auch schon. Mal sehen, was die anderen Charaktere so erleben. Haben wir es besiegt? Wir haben es geschafft. Und zwar besser als zuvor. Zumindest was unsere Energie angeht. Aber damit kommen wir endlich an Bord des Egg Carrier. Coming in tight! Tails, we gotta land on the Egg Carrier! Oops! We got a problem here! What now? I forgot to put in the landing gear! Whoa! Wow! This thing is really huge! No time to gox on it! We gotta find Amy! You're right, pal! Let's get busy! Hey, Sonic's Here We Go hat gefehlt! Und woher weiß Tails, dass Eggman Amy entführt hat? Naja, vielleicht hat Sonic es ihm erzählt. So, mal gucken! Don't get any ideas, Sonic! You have no idea what this vessel can do! How about I give you a little sample? Now how are we gonna get to the bridge? I hate it when he doesn't listen to me. I guess you weren't expecting that, were you? There's only one way to get to me, Sonic, and that's through the sky deck. I doubt if you can make it. Ha ha! I dare you! Just watch me. Bring it on, Eggman! Ach, Sonic macht sie auch nicht. Tails macht es. Warum braucht das immer diese Animation? Ja, das ist das Skydeck. Stage 4. Allerdings wird Tails noch mindestens eine Stage von Sonic nachholen, die mir jetzt so einfällt. Ach so, und wir müssen wieder versuchen, schneller zu sein als Sonic. Okay, stimmt ja. Ich habe schon so lange kein richtiges Tails-Level mehr gemacht. Wir haben Froggy gejagt und sind in die Vergangenheit gereist und Sky Chase. Alles gemacht, nur nicht normale Level. Okay. Ja, man kann in dieser Stage. Wo muss ich überhaupt lang? Verdammt viel abkürzen, weil wir ja fliegen können. Und Sonic nicht. Man müsste halt nur wissen, wo es überhaupt lang gehen soll. Ja? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Guck mal, hier ist was. Dann gehen wir halt den Weg. Jetzt gehe ich schon mal hier rüber. Da ist auch etwas. Wow, schaut euch das mal an, wir sind... Okay, es liegt wohl an der Rakete. Nee, wir sind echt sau weit vor, Sonic. Wer ist jetzt das schnellste Wesen der Welt? Weiß nicht, ob wir hier lang wollen überhaupt. Wollen wir das? Will ich ganz hoch? Eigentlich schon, ne? Höher geht's nicht. Da wollten wir hin, ne? Müssen wir die ganze Runde drehen. Hey, da war so ein Dingens. Wow. Ich glaube, ich höre Sonic irgendwo rumhüpfen. Hört sich eher so an, als wäre irgendwo festgebackt. Wow, das war knapp. Ich kürze hier auch ab. Nein! Tails! Nein! Come on, Tails! War schon soweit. Ja, was denn? Hey, guck dich mal, wir waren so fast am Ziel. Und jetzt... See you later, Alligator. Wir gehen jetzt einen komplett anderen Weg. Mann, was soll das? Hier ist jedenfalls ein Checkpoint. Thank you. Wenn ich wüsste, wo genau wir hin müssen, könnte ich schon intelligent hinfliegen. In die Richtung.
Scheint da hinten zu sein. Jupp. Da sind wir gleich wieder da. Wie er die Kanone überhaupt zu uns gefunden hat. Ach, wie er irgendwie so falsch gesprungen ist. So, ach, da ist schon die Kapsel. Ja, auch wieder nur ein kleiner Teil dieser Stage. Mit Sonic war das alles viel länger und umfangreicher. Das ist Tails aber Schnuppe. Wir haben mit heißem Vorsprung gewonnen. That wasn't too bad. Bum, 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 bum. Wo der wohl festhängt. Yeah! Is that it? Sonic, we should check out the bridge. Was war denn das? Well, is it it? Is it? Okay, wir gehen hoch. Geht steil bergauf. Sonic! Tails! Ha! You're a bit late. Chaos Emerald! No way! Be gone! All of you! This is all I really need! Gamma! What is your wish, Master? Get rid of these pests! Give them all you got! Aye, aye, Master Robotnik. I'll leave it up to you, Gamma. Und natürlich muss Tails die ganze Arbeit machen. Wer denn auch sonst? Aber einfach nur auf ihn... Okay. Ich wollte sagen, einfach nur auf ihn drauf und dann attackieren. Na, Gamma ist dann wirklich einfach. Einfacher als Knuckles. Please stop, Tails! Move aside, Amy! Get out of the way! No! This robot is my friend! He helped me! Don't hurt him! Okay, if you say so, you have your reasons, I guess. Hey, this ship is losing altitude! Hurry, Tails! Take Amy and get out of here! Well, what about you? I'll find Eggman and put a stop to his evil ways. That's Eggman! I wonder what happened to Sonic. Huh?
I'm finished. Chaos was defeated, and now my egg carrier is ruined. No matter. I will destroy Station Square anyway. Launched. Ready? Fire! No, it was a dud. I can't believe this. Ah, I'll go and deal with this myself. Oh no! I'd better get to that missile before he detonates it. Depends on me. Oh, Sonic! I've changed a lot since I've started hanging with Sonic. But I can't depend on him forever. I know I can do this by myself. Okay, Eggman, bring it on! Und direkt im Level. Stage 5, Speed Highway. Okay, das hat Sonic gar nicht mitbekommen, dass Eggman noch eine Rakete gezündet hat, um Station Square zu zerstören, wenn man da wohl mal lang. Und das war ein Blindgänger und wer zuerst eine Rakete ist, der weiß ja, was will Eggman machen? Sich da gleich in die Luft sprengen? Naja, kann mir Schöneres vorstellen. Jetzt also Tails wird drin mit Eggman. Dass das Tails-Story so kurz ist. Wir sind noch im dritten Part, ne, oder? Ja. Das ist der dritte Part mit Tails. Und es sieht so aus, als würden wir das noch fertig kriegen. Ich meine, ich kann zwar keine 15-Minuten-Parts machen. Einfach weil das mir zu kurz ist, teilweise. Ich finde nicht, dass genug passiert ist. Und wenn ich jetzt noch hier schneiden würde, wäre der nächste Part so verdammt kurz. Und ich will auch nicht, Ahnung, in einem Part eine Story beenden und die nächste anfangen oder sowas. Ja, ich würde sagen, wir machen das mit Tails durch. Oder? Dafür, dagegen? Ihr könnt es eh nicht mehr ändern, aber schreibt es in die Kommis. Auch für die Zukunft. Findet ihr sowas gut, wenn ich jetzt sage, okay, wir machen es durch oder wir machen zwei Kurzparts? Weiß nicht. Wo will man jetzt hier noch schneiden? Also nach dem Level kommt doch ein Boss und das war's dann, glaube ich. Wie weit sind wir denn? 19 Minuten oder sowas? Ja, vor allen Dingen geht es so schnell. Tails Level sind so kurz. Okay, der ist eher lang hier, der Level. Muss man mal sagen jetzt. Im Gegensatz zu den anderen. Checkpoint aktiviere ich dann doch lieber. Und Tails geht die Puste aus. Na gut, wir sind trotzdem noch safe. Ist aber unten lang gehen, ist jetzt doof. Oben wäre es sicherer gewesen. Sehr gut. Dann wieder auf dem richtigen Dampfer. Da ist die Rakete. Und Tails kann sich gerade noch retten. Jawohl, ja, bist du noch zu retten? Ja, ist er. Wir wären da. Und wir müssen hier in diese Sackgasse reinlaufen. Ach, Eggy, du Versager. Aber war eine geile Mucke zwischendurch, ne? Die viel zu selten kommt, finde ich, diese Hektik-Mucke. That wasn't too bad. Ein Blindgänger. Du Blindgänger, du.
no! It's Robotnik! So you beat me to the missile, you little pest. I will make you all pay for this. Let's get out of here! You fool. Away, before I make mincemeat out of you. I'm not scared. I'm not scared. I can do this. Eggwalker und Tail zittert am ganzen Leib. Sehr schön. Naja, es ist wirklich schön gemacht eigentlich, dass das, ja. Verdammt, ich weiß gar nicht, wie das zu besiegen ist. Doch jetzt. Jetzt kann ich angreifen. Alles klar, jetzt verstehe ich das. Okay. Ist ja eigentlich ganz schön an der Story, dass Tails halt sich denkt, okay, ich darf mich nicht mehr so sehr auf Sonic verlassen, ich muss mal wieder selbst was gebacken kriegen. Oder das heißt mal wieder, ein bisschen eigenständiger werden. Ja, ein bisschen. Er macht das ja ganz gut. Im zweiten Teil ist er dann, geht er eigentlich ganz gut ab mit seinem Kampftornado-Ding ins Gedöns. Kann ich jetzt auch angreifen? Nee. Erst wenn das so blau leuchtet. Dann geht er runter und dann kann ich attackieren. Ist zwar nicht so, dass Tails nicht jetzt schon hinfliegen könnte, aber was soll's. Ein Endboss-Kampf hier direkt vor dem Casino in Station Square. Auch schön die Leute. It's Robotnik! Ja, jetzt müssen wir beide. Und zack. Hat das als Treffer gezählt? Hä? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Bumm! Geräuschlose Bumm! Okay, okay, okay. Eggy. Mich wundert das echt brutal, dass Tails jetzt nur 3 Parts hat. Ich dachte echt, das wären, keine Ahnung, 6 Parts oder so. Aber dann doch deutlich kürzer. Naja, man, wir nehmen es, wie es kommt. Okay, zack, zack. Nur noch ein Treffer, Freunde, danach der modernen Unterhaltung. Gegen den Eggwalker. Besser als Johnny Walker und Paul Walker zusammen. So, war nur ein Wortwitz jetzt, gell? Okay, das hat nicht gereicht. Wir müssen da gleich 3 Beine attackieren. Bumm! Ein recht konfuser Bosskampf, wenn ich das mal so sagen darf. Aber für Tails reicht's. Get a load of death! Und nach der Niederlage gegen Tails, ich versuch's auch mal für Robotnik zu rekonstruieren, dann will er zurück zu seiner Basis und geht durch den Dschungel und dann wird Robotnik von Sonic verfolgt. Und erst dann kommt der Egg Viper, das war doch der Endbosskampf von Sonic, ne? Nach der Niederlage gegen Tails sieht Sonic Robotnik dann im Dschungel. Get a load of this! 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 No way! I can't believe this! Noch einmal treffen. Und das geht nur von einer Himmelsrichtung. Ach, Kinders! Nee! Ich konnte ihn von der Seite, es hat einfach nicht gezählt. Aber ich glaube, wir müssen einfach unter seinen Beinen bleiben. Langsam gehen auch die Ringe aus. Get a load of this! Get a load of this! Get a load of this! No way! I can't believe this! Die Kamera, ihr merkt es, dass die so ein bisschen abspackt. Yeah. Ja, das scheint irgendwie der Tails Sprite in dem Modell zu sein von Eggman. Egal. Dann mal das Ende, bitte.
Warum müssen die da auf dem Berg kurz vorher noch diese Animation machen? War die damals so stolz darauf, wie die Charaktere sprechen hier? Nur so tun sie den Mund bewegen. Entschuldigung mal bitte. Naja, Freunde, das war die Tales Story. Da wir die Credits zu oft ziehen. Wollt ihr sie unbedingt sehen, die Credits? Wollt ihr sie sehen? Wollt ihr sie sehen, die Bilder? Das ist das letzte Bild sowieso. Na gut, gucken wir uns mal die Bilder zusammen an. Damit wir uns die Tales Story nochmal Revue passieren lassen. Ja, Tales ist ja eigentlich auch irgendwie eine coole Socke. Er ist auch gar nicht mehr... Man kann auch so sehen, dass Tails immer selbstbewusster wurde von allen Sonic-Spielen. Muss man so sehen, wie Tails dargestellt wurde in den Mega Drive-Teilen. Als eine Flasche. Ja? So ist er ja natürlich auch als Classic Tails in Sonic Generation. Mehr oder weniger. Aber da macht er halt auch so... Hat eine ziemlich hohe Stimme und so. So. Und, ja, dann so Sachen wie Tails Sky Patrol, Tails Adventure und jetzt eben auch in Sonic Adventure, dass Tails ein bisschen eigenständiger wirkt. Sonic Adventure 2 ist er dann noch ein bisschen mehr aggro drauf, würde ich fast sagen. Nee, Quatsch. Selbstbewusster mit dem Tornado-Kampfformations und so weiter. Hätte auch seine Stärken, ganz klar. Sonic Heroes ist er halt ein Teil des Teams. Ganz klar. Er sticht ja nie so wirklich hervor, aber er ist schon kein zurückgezogener Lappen, auch nicht in Sonic 2006. Sonic Unleashed ist er auch immer für uns da. Sonic Colors ebenfalls. Man muss auch mal sehen, wie er in Sonic Lost World auch schon aufgetreten ist. Ist mir das schon ein bisschen aufgefallen, dass er... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich erinnere mich an diese Zwischensequenz in Sonic Lost World, wo die schrecklichen Sechs gedacht haben, sie haben Sonic gefangen und dann machen sie die Kapsel auf und da ist dann Tails drin und dann kommt dieser Emo von den schrecklichen Sechs rein und hey, warum Sonic gar nicht? Und dann Tails erstmal so, yo, Bro. Das ist für mich ein bisschen Tails untypisch gewesen, weil Tails doch schon so ein bisschen, ne? Der kleine Fuchs ist. Der Fuchs. Das Nesthäkchen. Darf man Nesthäkchen sagen noch? In dem Zusammenhang. Naja, wie auch immer. Ja. Wie auch immer. Das war die Tales-Story. Ja, und Sonic Boom ist er ja auch. Zumindest auf den Artworks sieht er ziemlich selbstbewusst aus. Den ganzen merkwürdigen Sonic-Spielen trauen sich ja gar nicht mehr, eigene Spiele für einen Tails oder für einen Knuckles zu erstellen. So wie das zu Sega-Zeiten eher der Fall war. Fakt ist, Tails ist und bleibt fester Bestandteil von Sonic. Ich sehe in ihm auch den ersten Charakter fürs neue Smash Bros. Nicht etwa Shadow. Weil Shadow seit Smash Bros. Brawl eigentlich fast gar nicht mehr vertreten ist. Aber eben Tails. Glaube trotzdem nicht, dass er in Smash Bros. Auftritt. Das war die Tails-Story. Danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal mit der Knuckles-Story. Bis dann und ciao!